Liebe Freunde der Astrologie, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem aktuellen Video. Diesmal geht es um die Themen Mondknotenachse, Zeichenwechsel und der kommende Neumond am 17.07.2023. Mein Name ist Thomas Keil. Ja, wir stehen wieder kurz vor einem Neumond, das heißt wieder sehr viele Neubeginne und intensive Emotionen diesmal. Diesmal findet er im Zeichen Krebs statt und hat sehr, sehr viele spannungsreiche Aspekte. Das zeige ich euch nachher. Vorher möchte ich aber euch noch gerne ein paar andere Sachen zeigen, weil in letzter Zeit so viele Dinge passiert sind. Ich fange am besten gleich an. Und zwar fangen wir an mit dem Wetter. Und zwar folgendes. Ich habe da noch einmal das zweite Quartalshoroskop aufgezeichnet, was ich auch das letzte Mal gezeigt habe. Und zwar ist es ja immer so, dass das Quartalshoroskop immer anzeigt, wie die Energien oder die Hauptenergien die nächsten Monate bis zum nächsten Quartalshoroskop bestimmen. Das nächste Quartalshoroskop ist am 23. September, Herbstbeginn. Da haben wir wieder eben die Tag- und Nachtgleiche. Also das sind immer diese besonderen Sonnenstände, die wir haben. Und auf die können wir natürlich dann ein Geburtshoroskop erstellen. Das Interessante jetzt dabei ist, warum sage ich das? Weil die Wetterprognosen komplett eingetroffen sind. Ich habe im Juni ein eigenes Wettervorausschau für den Sommer gemacht, im Juni, wo es noch sehr, sehr kalt war und wo es sehr viel Kälte gegeben hat und ich dieses Horoskop interpretiert habe und gesagt habe, es wird sehr heiß werden. Und es wird aber immer wieder kurzfristige Unterbrechungen mit Sturm und Blitz, eventuell auch natürlich Hagel geben. Das ist der Uranus, der Planet, der also unheimliche Kräfte freisetzt. Und der Mars, der Planet des Krieges und des Kampfes, steht noch einmal im Hitzezeichen Löwe und nimmt noch einmal eine ganz besondere Kraft eben mit. Wer sich dieses Horoskop noch einmal anschauen möchte, bitte sehr gerne. Man kann sicher einige Informationen hieraus eben mitnehmen. Warum mache ich das Ganze jetzt? Das Ganze mache ich ja deswegen, weil das Wetter ja die allgemeinen Energien spiegelt. Also wir können sehen, dass das Wetter auf die Konstellationen reagiert und auch das Wetter macht sozusagen die Energien, eben die unsichtbaren Energien im Kosmos sichtbar. Und wir Menschen spüren das natürlich. Ich habe ja immer gesagt, viele sagen oft, ja, wir spüren das Wetter. In Wirklichkeit spüren wir die Konstellationen. Heute ist es zum Beispiel so, dass wir jetzt zum Beispiel dann unter der Hitze stöhnen und so. Nur spüren wir auch eine drückende Energie, weil dieser Neumond eben so eine wahnsinnige Spannung drauf hat. Ich zeige euch das eben dann. Also, weil so viele jetzt panisch sind, oft wegen dem Wetter. Ich höre das immer wieder in meinem Personenumkreis. Ja, es ist keine Konstanz mehr da, es gibt keine Abwechslungen mehr, also keine ruhigen Wechsel mehr, alles ist nur mehr eben ganz heiß, ganz kalt, dann blitzt und donnert, also es gibt keine ruhigen Übergänge mehr. Das ist halt unter Anführungszeichen leider dieses Horoskop, diese Energien, mit denen wir zu tun haben. Und das bedeutet halt, dass sehr, sehr viele Energien aufgerührt sind im Universum und wir halt nachtransformieren müssen. Von der Spiritualität her ist es ja so, dass wenn Spannungen auftreten, müssen wir unsere eigenen Dämonen transformieren. Wenn wir mal so hoch in der Schwingung sind, dass wir keine Ungereimtheiten mehr ausstrahlen und dass wir da selber nicht so in Resonanz gehen, dann werden wir diese Konstellationen auch nicht mehr so spüren und werden eher das Positive dieser Konstellationen leben. Also müssen wir uns immer selber in die Mangel nehmen sozusagen. Und schauen, wo sind die Spannungen in unserer Vergangenheit angelegt. Und jeder reagiert ja auch anders aufs Wetter, weil er auf die Themen anders reagiert. Also ich wollte euch nur zeigen, dass natürlich dann im allgemeinen Leben, im gesellschaftlichen Leben, diese Spannungen auch den ganzen Sommer eben vorhanden sind. Und da müssen wir eben dann uns mit unserer Energie dann angleichen und auch anpassen. Jetzt ist das die Grundschwingung, die wir jetzt im Sommer haben. Und jetzt diese Grundschwingung, wenn da jetzt noch zusätzliche Spannungen auftreten, wird es natürlich schon sehr, geht es natürlich schon sehr heiß her. Also ich habe nochmal kurz noch diese Merkur-Spannung Pluto vom 10.07. aufgezeichnet.
habe ich letztes Mal schon erwähnt, dass es da zu ziemlichen Konfrontationen kommen kann, und dass es auch ein bisschen ein Unfallaspekt ist. Und er steht auch noch auf kritischem Grad, also das sprich, in den letzten Graden eines Zeichens, beziehungsweise in den ersten Graden sind sogenannte kritische Grade, sprich, da ist die Energie nicht stabil. Ja, und Pluto steht kritisch und Merkur steht kritisch da. Und die stehen sich noch in Spannung, wobei Merkur ja auch dem Verkehr zugeordnet ist, oder grundsätzlich eben alle Arten von Bewegung. Und natürlich auch die Gedanken, unser logischer Verstand, das Denken, das Kommunizieren gehört eben zum Merkur. So, jetzt habe ich geschaut. Also am 9.7., genau einen Tag bevor diese Konstellation eben exakt geworden ist, sind zwei Bergsteiger tödlich am Großglockner verunglückt. Sind mit irgendwo in einer Steilwand mit einem Seil irgendwo abgestürzt zu zweit. Also die beiden haben natürlich diese Konstellation wahrscheinlich sehr, sehr gespannt über ihren Geburtshoroskopen gehabt. Und wenn natürlich man jetzt noch ein zusätzliches Risiko eingeht, dann ist die Chance auf einen Unfall in dieser Zeit eben extrem erhöht. Und das sind eben dann diese Spannungen, die stattfinden. Hat man jetzt in seinem Geburtshoroskop, wenn man das drüber legt, keine Spannungen anlegen, dann wird einem auch nichts passieren. Das kann man mit der Astrologie natürlich sehr gut abchecken. Aber grundsätzlich ist es auch so, wir spüren das ja alle. Aber die meisten Leute haben ein bisschen das Gespür und die Intuition verloren. Und wenn ich dann das Gespür und die Intuition verliere, dann spüre ich auch die Gefahr nicht mehr oder dass der heutige Tag vielleicht nicht passt, ja? Und das sieht man dann eben zum Beispiel in der Astrologie eben sehr gut. Dann war es ganz interessant, momentan ist ja auch dieses Wimbledon-Tennisturnier, dass es am 10.7. außergewöhnliche viele Verletzungen gegeben hat. Also eine Dame und ein Herr haben sich gleichzeitig an dem Tag Verletzungen zugezogen. Ich habe das selber gesehen. Und das ist natürlich dann auch dieser Konstellation geschuldet. Und dann hat es am 9.7. noch diese wilde Straßenschlacht bei einem Festival in Deutschland gegeben, wer die Bilder gesehen hat. Da ist es auch sehr um Ausländer eben grundsätzlich gegangen. Die anscheinend sind da die unterdrückten Gefühle eben hochgegangen. Und da haben ja dann Pluto im Steinbock noch Staat, Autorität, Vorschriften, Unterdrückung. Und in diesem Quartalshoroskop haben wir Marsspannung Uranus. Und das bedeutet, dass diese feurige Energie vom Mars durch den Uranus plötzlich entzündet oder befreit wird. Ja? Also den unerlösten Uranus, den Planeten der Freiheit und der Veränderung, wenn ich dann nicht leben kann, oder ich habe das Gefühl, ich bin nicht frei, dann wieder zum Terrorismus. Ja? Das ist die negativ ausgelebte Uranus-Energie. Und diese Spannung ist halt ständig irgendwo da. Und wenn jetzt dann noch zusätzlich solche Dinge drauf kommen, diese Menschen tragen natürlich die Spannungen aus ihren eigenen Ländern mit, ihre eigenen Themen fühlen sich vielleicht unterdrückt oder natürlich alte Themen kommen da hoch, weil Pluto rückläufig steht. Alte karmischen Themen und die sind alle emotional abgespeichert und dann entladet sich das plötzlich wie ein Gewitter, wie der Sturm. Und das sind eben diese gefährlichen Energien und da müssten wir eben alle mit Bewusstsein meditieren, unsere Themen auflösen. Nur leider ist da grundsätzlich die Menschheit als Ganzes noch nicht so weit. Aber wir werden uns irgendwann einmal dorthin bewegen. Je reifer, bewusster die Menschheit wird, umso besser wird sie auch mit diesen Energien umgehen können. Wann das alles allerdings ganz genau ist, das kann man jetzt natürlich nicht sagen. Ob das noch mehrere hundert Jahre dauert, bis die Bewusstheit so steigt, dass endlich überall das friedlich gelöst werden kann. Wir werden schauen, wie die Entwicklung ist, hängt auch sehr stark von den Menschen selber ab, ob die bereit sind, sich mit diesen Themen der Transformation und der Veränderung zu beschäftigen. Dann kommen wir gleich eben zum nächsten Thema. Heute habe ich ein bisschen viel vor, deswegen schaue ich, dass ich nur die wichtigsten Punkte eben anspreche. Über die Mondknoten könnte ich jetzt 2 Stunden reden. Ich sage euch das Wichtigste.
Die Mondknoten sind grundsätzlich eben die karmischen Achsen und sie sind in der Astrologie Punkte im Horoskop, die mit ganz besonders hoher Energie aufgeladen sind. Und grundsätzlich ist es so, ich möchte da jetzt gar nicht zu genau eingehen, aber nur vom Prinzip her, wie kommt man zu diesen Schnittpunkten? Das sind die Schnittpunkte zwischen der scheinbaren Sonnenumlaufbahn, eben die Erde, diese Ebene, die aufgespannt wird, und der Mondumlaufbahn, die spannt auch eine Ebene auf. Und diese zwei Bahnen schneiden sich eben und dann bekommt man zwei Punkte. Und die hat man schon vor tausenden Jahren berechnet. Mit diesen Punkten, mit diesen Mondknoten bekomme ich auch die Sonnen- und die Mondfinsternisse. Und die alten Griechen schon vor tausenden von Jahren konnten die Mondfinsternisse und Sonnenfinsternisse eben genau voraussagen. Wer mal auf YouTube nachschauen möchte, da gibt es diesen Mechanismus von Antikythera, ein astrologischer oder astronomischer Frühzeitcomputer, den die Wissenschaft eben erst vor kurzem entziffert hat, der eben vor 100 Jahren, glaube ich, am Meeresgrund gefunden wurde. Im Prinzip ist das das Gleiche, was wir heute mit dem Computer haben, nur wurde das Gerät mechanisch gebaut und hat genau die Himmelsbewegungen abgebildet. Also im Prinzip haben es die Griechen natürlich für die Astrologie natürlich und für die Astronomie gleichzeitig eben verwendet. Und mit diesem frühzeitigen Computer sind natürlich auch die Mondknoten ausgerechnet worden. Und die Mondknoten bedeuten jetzt der Absteigende, dort soll ich wegkommen, und der Aufsteigende, dort soll ich hinkommen. Also beim Absteigenden ist also immer so dieses karmische Übergewicht und dann müssen wir ins Gleichgewicht kommen. Das heißt, wir müssen beide Seiten ins Gleichgewicht bekommen. Das ist im Geburtshoroskop sind deswegen die Mondknoten ganz, ganz wichtige karmische Ziele, die wir erreichen wollen. Und wenn Planeten dabei stehen, sind diese Planeten nochmal speziell mit Energie aufgeladen. Und diese Mondknoten brauchen ja 1,5 bis 2 Jahre durch jedes Zeichen. Das heißt, die Zeichen sind im Geburtshoroskop jetzt nicht die wichtigen, die man deuten muss, sondern die Häuser. Weil das ist im Geburtshoroskop dann wichtig. Zeichen sind dann halt diese allgemeinen gesellschaftlichen Themen, in die wir hineinkommen. Also grundsätzlich brauchen wir jetzt auch keine Angst haben, wenn sich ein Mondknotenzeichenwechsel ereignet. Sie wechseln eben, wie gesagt, alle 1,5 bis 2 Jahre. Also man braucht sich da jetzt überhaupt keine Gedanken grundsätzlich machen. Nur dort, wo die Mondknoten sind, dort werden halt immer spezielle Energien frei und wir werden beschäftigt mit dem alten Karma und müssen uns mit dem Neuen beschäftigen oder auf etwas Neues zugehen. Und diese Punkte können schon eine enorm hohe Energie ausstrahlen. Also am 12.07. war dieser Wechsel. Und das ist jetzt so, dass sie eben verkehrt durch den Tierkreis wandern. Das ist auch interessant. Diese Schnittpunkte wandern nicht, weil normal wandert ja, wisst ihr ja eh, die Sonne zuerst in den Widder, dann Stier, Zwilling, Krebs und so weiter. Und bei den Mondknoten ist es genau verkehrt. Also da war er jetzt im Stier der letzten 1,5 Jahre und dann geht er jetzt praktisch durch den Widder, dann geht er durch den Fisch. Und das bedeutet, deswegen hat er da ein R stehen für Rückläufigkeit. Und das bedeutet natürlich auch, ich muss mich mit dem Karma auseinandersetzen und mich mit dem Karma beschäftigen. Was bedeutet jetzt Waage und Widder? Das sind natürlich zwei absolut gegensätzliche Zeichen. Das Gemeinsame haben die beiden natürlich, da geht es ums Ich und ums Du. Also es geht praktisch um den Kontaktaufnahme mit den anderen. Was sind die Bedürfnisse für den anderen? Das ist die Waage. Ja? Die Waage ist ja immer diplomatisch, möchte Kontakt mit dem anderen aufbauen und möchte praktisch das Gleichgewicht immer schaffen. Der Widder möchte das ja überhaupt nicht. Ne? Der Widder möchte ja seine Sachen leben und möchte sich leben und fragt dadurch auch nicht den anderen. Und deswegen, wenn diese Waage-Widder-Achse betont wird, müssen wir mit diesen zwei Grundbedürfnissen ins Gleichgewicht kommen. Also das ist unser Auftrag bis zum
ich habe es mir da aufgeschrieben, bis zum Jänner 2025, 29.01.2025 wird sich dieser aufsteigende Mondknoten wieder bewegen und der absteigende Mondknoten in der Waage. Und das bedeutet eben, es geht darum, vom Absteigenden eben grundsätzlich wegzukommen und auch in den Wiederzukommen. Das heißt, sich nicht immer nur in den Kompromiss zu begeben, sondern was will ich selber? Oder bei gewissen Sachen muss man sich auch durchsetzen, was sind die Bedürfnisse des Einzelnen und nicht die Bedürfnisse grundsätzlich eben von den anderen. Also natürlich müssen wir da ins Gleichgewicht kommen. Es geht auch darum, dass wir nicht zu sehr in den Kampf gehen, sondern dass wir auch diplomatisch sind. Also ihr werdet es merken, das ist also so eine interessante Achse, die jetzt zum Beispiel auch für diesen Russland-Konflikt interessant wird. Ja. Kommen die Parteien endlich einmal ins Reden, ins Verhandeln? Also das ist zum Beispiel eine karmische Aufgabe, die jetzt durch diese Mondknoten auf der Weltebene zum Beispiel angezeigt ist. Ja. Und da geht es nicht darum, dass wir jetzt eine Seite überbewerten, sondern dass wir praktisch jetzt in die Mitte kommen, dass wir uns mit dem Ich und mit dem Du auseinandersetzen. Also die karmische Achse müssen wir immer ins Gleichgewicht bringen. Und da geht es eben grundsätzlich eben darum, dass eben diese nicht einer auch immer nachgibt, sondern es geht darum, dass eben diese Bedürfnisse eben grundsätzlich ausgeglichen sind. Ja. Ganz eine interessante Sache. Und wenn einer im Geburtshoroskop genau an diesen Stellen Planeten stehen hat, dann wird er das natürlich eben grundsätzlich eben spüren. Da musste man dann eine persönliche Analyse vornehmen. Also wichtig ist ja in der Astrologie immer, wenn man persönlich über sich was wissen will, wie geht es mir dabei, dann muss ich das immer über mein persönliches Geburtshoroskop drüber legen. Weil dann sehe ich, wie die allgemeine Wetterlage mit mir in Relation geht. Das seht ihr auch immer wieder bei Neumond. Dem einen geht es schlecht, dem anderen geht es wieder besser. Das hängt immer von der eigenen Energiekonstellation ab. Obwohl natürlich, wenn jetzt ein Neumond zum Beispiel oder irgendeine Konstellation von Haus aus schwer wird, ist so eine Grundlast natürlich auf der ganzen Welt grundsätzlich zum Spüren. Ja, das war eben dieser Mondknotenwechsel. Und für alle Leute, die viele Konstellationen in der Waage oder im Wider haben, werden diese 1,5 Jahre sicher einige karmische Themen dann eben aufkommen, die ins Gleichgewicht gebracht werden müssen. Gut, dann schauen wir uns diesen besagten Neumond an, der jetzt am 17.07.2023 stattfindet. Noch einmal wichtig ist, was ich immer sage, Neumond. Neumond heißt immer Neubeginn oder Abschluss, weil auch ein Abschluss ist auch immer wieder ein Neubeginn. Also das habe ich immer wieder in der Astrologie gesehen, dass eben genau diese Sachen eben grundsätzlich eben stattfinden. So, jetzt seht ihr schon, ihr seid ja schon ein bisschen Profis, dass dieser Neumond, Mond und Sonne steht eben zusammen, dass dieser Neumond mit starken Spannungen behaftet ist. Die roten Linien zeigen Spannungslinien an. Und das erste, die große Spannungslinie zum Pluto. Ja, das heißt, der Pluto, das ist ja jetzt der Planet der Transformation, der Macht und der Ohnmacht und der seelischen Tiefe. Also der Pluto bringt uns jetzt alte seelische Themen an die Oberfläche. Er ist unterirdisch, also er ist wirklich in der Unterwelt zu Hause, so wie die Griechen den eben beschrieben haben. In Griechenland hat er ja Hades geheißen. Die Römer haben ihn dann umbenannt in Pluto. Und dieser Planet wirkt praktisch auf der psychologischen, psychischen Ebene. Es geht auch um Macht, Ohnmacht, um Todesthemen, ja, um Dinge, die ich loslassen muss. Und er erzeugt immer so einen eigenartigen Druck. Man kann ihn nicht ganz fühlen, nicht ganz spüren, aber oder nicht ganz festmachen, dingfest machen, aber man spürt ihn. Und man kann damit auch nicht oft so leicht umgehen. Und das Problem ist, dass der Pluto dann sagt,
lass dies und das los. Nur der Pluto ist leider von Haus aus kein Loslassplanet, sondern er ist der Binder. Er verbindet Dinge. Ich sage immer dazu, der Superkleber. Und jetzt hat er aber den Auftrag, wir müssen was loslassen. Das ist also ein schwieriges Thema immer mit dem Pluto. Und deswegen muss auch oft eine Krise her, damit man dann eben loslässt. Also, das beste Beispiel ist ja für mich oft, manche Sportler zum Beispiel haben ja oft einen sehr starken Pluto im Horoskop, weil das ist ja das Durchhalten, das Festbeißen an gewissen Dingen und den Siegeswillen und unbedingtes Durchhalten. Und dann können sie aber oft nicht leicht aufhören. Und dann müssen sie oft mit einer körperlichen Krise aufhören, weil sie gezwungen werden zum Aufhören. Also dieses rechtzeitige Aufhören oft, dann sind sie oft nicht mehr so erfolgreich und müssen dann nicht so erfolgreich aufhören, weil sie vorher nicht aufhören konnten. Also das ist zum Beispiel so ein typisches Pluto-Thema, wenn das wer im Horoskop hat. Der Pluto zwingt einen dann praktisch zum Loslassen, aber dann meistens mit irgendeiner Krise. Also diesen Pluto haben wir jetzt im Horoskop, also auf den müssen wir jetzt natürlich Acht geben, deswegen kann dieser Neumond schon drückend intensiv werden. Und man kann es nicht ganz angreifen. Dann hat er noch zwei Spannungen, also das ist die Hauptspannung von diesem Pluto. Und der Neumond steht auch im Zeichen Krebs, wo ja der Mond sehr stark steht im Heimatzeichen von Krebs. Und das bedeutet jetzt grundsätzlich sehr, sehr stark gefühlsmäßig aufgeladen, dieser Neumond. Und dadurch können die Gefühle schwanken. Es geht tief in die Gefühle rein. Und alle Menschen, die eben Konstellationen im Zeichen Krebs, beziehungsweise Ende des Krebses und Ende Steinbock haben, werden diesen Neumond halt enorm stark eben spüren und natürlich auch Leute, die dann Ende wieder gewisse Konstellationen haben und Ende Waage. Wichtig ist noch, da kommen jetzt ein paar andere Aspekte dazu. Ich erkläre es nur kurz, ich möchte euch nicht verwirren. Chiron ist dabei. Die karmische Verletzung und auch die karmischen Mondknoten. Und ich habe euch schon vorher gesagt, wenn die Mondknoten dabei sind, dann wird das noch einmal intensiviert. Es zeigt noch einmal und der Chiron zeigt noch einmal, dass alte Verletzungen noch einmal eben hochkommen. Bei Kleinplaneten in der Astrologie ist es ja immer so, früher hat man die ja gar nicht gehabt. Chiron ist ja 1978 circa entdeckt worden oder 79. Also den gibt es noch nicht so lange. Also wir könnten auch ein Horoskop ohne Chiron interpretieren, weil da hätten ja da die Mondknoten. Also diese Kleinplaneten geben praktisch immer Zusatzinfos und man muss immer aufpassen, dass man dann den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Deswegen probiere ich euch auch bei euch das ziemlich möglichst einfach zu halten und die Hauptenergien herauszuschälen. Einen positiven Aspekt gibt es noch zum intuitiven spirituellen Planeten Neptun, der entspannt diese Energie ein bisschen. Also das heißt, wenn wir spirituell arbeiten und uns mit unserer Intuition beschäftigen, dann kann der viel Weisheit, Intuition und grundsätzlich diese Konstellation sehr, sehr gut entspannen. Er bringt auch vielleicht ein bisschen Romantik mit und ja, Neptun, wer ihn schon einmal gespürt hat, der bringt eine ganz, ganz feine, schöne Schwingung mit in seiner positiven Richtung und er macht da auch einen positiven Aspekt. Also neben diesen Spannungsaspekten haben wir auch diesen positiven Aspekt. Dann haben wir noch eine interessante Konstellation, die muss ich jetzt leider noch erwähnen. Der Mars steht in Opposition zum Saturn und zwar schon seit einigen Tagen. Und das ist jetzt wichtig, weil Mars ist in der klassischen Astrologie ein sogenannter Übeltäter, also ein schwieriger Planet und Mars und Saturn auch ein Übeltäter. Also jetzt haben wir von der klassischen Astrologie zwei schwierige Planeten in Opposition, die spannen eine große Energie auf, eine Spannung. Die wird circa noch, also genau ist dieser Aspekt am 20.07. und wird wahrscheinlich bis 22., 23. noch wirken. Und dann gegen Monatsende werden diese Spannungen sich auflösen und das Monatsende wird dann leichter auf jeden Fall ausfallen, als wir jetzt haben wir ab jetzt bis 22., 23. eben diese Spannungen da. Und Mars steht für die Aktivität, Saturn für das Hindernis.
Also er steht auch für unterdrückte Energien, oder Mars möchte voranschreiten, Saturn, die Autorität, hält uns zurück. Und das kann enorme Spannungen zeigen. Und deswegen spricht man in der Astrologie oft von einem Gewaltaspekt, weil die Emotionen unterdrückt sind. Und auf das muss man jetzt natürlich ein bisschen Acht geben. Muss man natürlich bei unterdrückten Emotionen, gilt es auch immer wieder ein wenig mit der Unfallgefahr zu schauen, weil unterdrückte Emotionen führen dann oft ja, zu heißblütigen Handlungen, man ist nicht mehr bei sich und dann steigt auch die Unfallgefahr. Also das ist jetzt kein leichter Aspekt. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir uns durchsetzen können und dass wir aber auch in Harmonie und im Gleichgewicht mit anderen bleiben und nicht gleich zu kämpfen eben anfangen. Ich habe jetzt einmal geschaut, was ist jetzt momentan Interessantes so in den Medien. Ihr müsst nur reinschauen, was ist jetzt bis 22.07. so aktuell. Und jetzt zum Beispiel heute war das, dass seit 1980 in Hollywood nicht mehr gestreikt wurde. Also jetzt streiken momentan die Schauspieler in Hollywood, weil sie Angst haben, dass die künstliche Intelligenz ihr die Arbeit wegnimmt, weil dann die Leute eingescannt werden und dann werden sie nur mehr künstlich erzeugt, weil das angeblich schon sehr weit fortgeschritten ist und dann haben sie keine Arbeit mehr. Also es ist eine wirkliche Bedrohung da und ihr seht schon im Sommerhoroskop haben wir dieses Thema, wo jetzt dieser Pluto in das hypermoderne Zeichen Wassermann wechselt, wo wir gesagt haben, am Anfang meiner Videos habe ich ja dieses Wassermann-Zeitalter, mein allererstes Video beschrieben, wo ich geschrieben habe. Die Gefahr dieser Übertechnisierung ist das, dass die Emotionen oder die Menschlichkeit vernachlässigt wird. Und das ist ein riesengroßes Thema, das jetzt in diesem Wassermann-Zeitalter, das jetzt die nächsten 2000 Jahre dauern wird, auf uns zukommen wird. Und jetzt geht zusätzlich noch Pluto für die nächsten Jahrzehnte in den Wassermann. Also das heißt, jetzt haben wir gerade diesen Wechsel und bei Wechsel ist natürlich immer das Chaos und die Angst, ja. Es werden auch voreilige Sachen gemacht, ja, habe ich ja letztes Mal schon erklärt mit dieser ganzen Energiewende. Das ist alles zu voreilig. Es muss sich erst konsolidieren. Es muss erst ein richtiger Weg dafür gefunden werden. Er wird auch gefunden werden. Nur jetzt natürlich sieht man, diese Energien sind auf kritischen Grad, Pluto. Jetzt geht es wieder in den Steinbock zurück, eher in die konservative Geschichte. Und dann geht es wieder in den Wassermann. Und das Neue drückt aber schon. Und diese Konstellationen, dieser Neumond, da sieht man diese enormen Spannungen, Angst vor Autorität, Saturn, Pluto, die Angst vor den großen, mächtigen Filmstudios, Filmkonzernen, dass die das ganze Geld, Pluto macht ja aus allem sehr viel, Millionen, Milliarden, ja. Also bei Pluto haben wir dann genau das Thema und das ist eben die Angst, dass das neue Medium, künstliche Intelligenz, ganze Existenzgruppen, Schauspielern ausrotten könnte. Und da gilt es jetzt, einen menschlichen Kompromiss zu finden. Und das sind genau diese Machtkämpfe. Also ihr seht, die Konstellationen sind eigentlich nicht zuständig, sondern wir Menschen müssen uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Und wenn wir ein hoch genug das Bewusstsein gesetzt haben, dass wir mit dem in Harmonie sind, dann werden wir diese Spannungen auch nicht mehr so ausleben müssen. Dann leben wir das Positive von diesen Spannungen eben aus. Also müssen wir uns immer selber sozusagen beim Krawattel nehmen und schauen, dass wir in ein höheres Bewusstsein kommen. Nur leider ist der Großteil der Menschheit noch nicht bereit und dann sind die Emotionen auf dem Tisch und werden einfach ausgelebt. Und manche Menschen oder manche Gruppen lassen Pluto von der Macht nicht los und dann gibt es halt diese Reibereien. Und ja, die Menschheit steigt ja natürlich immer weiter auf. Und irgendwann wird es hoffentlich einmal zu einem hoch genugen Bewusstsein kommen, dass wir diese Machtkämpfe nicht mehr ausüben müssen, weil in Wirklichkeit ist ja für alle Menschen genug da. Also einen Mangel müsste es im Prinzip ja nicht geben, aber den gibt es eben vom Bewusstsein her. Und das ist ja, das haben die Inder gesagt, dieses dunkle Zeitalter.
Es ist Kali Yoga, das vor 5000 Jahren begonnen hat, wo das Bewusstsein, das Licht gesunken ist und wo dann der Kampf um die Materie, Neid, Eifersucht, Kampf ums Geld, Kampf um Ansehen, der losgeht und wo wir uns jetzt schon langsam wieder rausarbeiten und das Bewusstsein wieder steigt und wir in höhere Bewusstseinsebenen steigen können. Also ihr seht ein Neumond, der sehr gespannt ist, der sehr viele Aufgaben bereithält. Er hat aber auch einiges an Spiritualität zu bieten. Und wie gesagt, würde mal rechnen, Ende des Monats, also so am 25., 24., 25., 26., 27. wird es dann wieder leichter werden. Ich melde mich wieder beim nächsten Vollmond. Hier noch kurz, wenn jemand gerne eine persönliche Horoskopanalyse machen möchte, beziehungsweise mal eine Prognose machen möchte, sind hier meine Verbindungsdaten. Auf der Homepage findet man Telefonnummer und alle Infos, die man soweit braucht. Ich wünsche euch jetzt trotz dieses herausfordernden Neumondes eine sehr gute Zeit, vielleicht auch gute Neuanfänge oder Abschlüsse und bis zum nächsten Mal.